Hallo Leute, ich bin wieder da und in dem Spiel World of Kings zeige ich euch, wie man die Landschaftsbilder abschließt. Jetzt wenn wir da reingehen, sehen wir die Übersicht, wie viele Landschaftsbilder wir abgeschlossen haben, dass wir ein bisschen Werte dafür bekommen. Und die hier habe ich schon alle abgeschlossen, ne? Hier fehlen mir noch ein paar. Und die Frage ist ja, wie macht ihr das? Sollt ihr durch die ganze Welt fliegen und das alles suchen? Natürlich. Aber für die Faulen unter uns und für die Leute, die nicht googeln können, habe ich jetzt das Video für euch vorbereitet. In der Beschreibung ist damit die Tabelle dabei, habe ich euch angehangen, mit den ganzen Koordinaten. Ich erkläre euch ganz kurz, wie man die benutzt. Ich wechsle mal einmal in die Ansicht Expedition, Landschaftsbilder, und jetzt gucken wir, welches Landschaftsbild habe ich noch nicht offen. Den hier. Jetzt zählen wir das einmal runter. In meinem Fall wäre das einfacher, von hinten einmal zu zählen. Also 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das fünfte von unten fehlt mir. Jetzt gehe ich quasi in meine Tabelle und guck mal, 1, 2, 3, 4, 5, das ist die Nummer 22, ne? Also geben wir die Koordinaten 10, 91, 31, 57 ein. Wo geben wir das ein? Wir gehen auf die Karte, auf die Lupe und hier geben wir die Koordinaten. 10, 91, 31, 57. Jetzt gehen wir auf Suchen. Und jetzt auf zu, und unser Charakter fliegt zu den Koordinaten. Ne, das ist super easy, braucht man nicht viel machen. Die ganze Liste klappert ihr mal durch. Ein paar werdet ihr bestimmt schon haben, die überspringt ihr dann einfach. Und wie gesagt, so einfach kann es sein. Wenn ihr da ankommt, werdet ihr gleich sehen, dann wird so ein NPC stehen mit so einer gelben Sprechblase. Mit dem muss man einfach kurz sprechen, der zeigt uns ein wunderbares Bild. So, jetzt sehen wir, hier steht ein NPC mit so einer gelben Sprechblase, oder zwei gelben Sprechblasen. Das heißt, wir sprechen den an, dann zeigt er uns kurz quasi das Gebiet. Man kann das Ganze auch einmal überspringen. Und bam, wir haben einmal die Sammlung freigeschaltet. Na, zack, so einfach kann es gehen. Ich erkläre euch ganz kurz, was man bei dem Luftschiff machen soll. Wenn ihr da ankommt und kein Schiff da ist, werdet ihr erstmal nicht verstehen, wo die Sprechblase ist und was man da machen muss. Das ist ganz einfach, ihr geht auf den Schiff drauf, wartet bis der losfliegt, ungefähr bei der Hälfte des Weges wird der Passenger, der da drauf steht, so eine gelbe Sprechblase bekommen. Den spricht ihr einfach an und bam, habt ihr dann die Szene erfolgreich freigeschaltet. So, das war's auch schon wieder von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt mir ein Like, wenn euch das Video was gebracht hat, und auf Wiedersehen.